How can I help? So, wir haben unseren Schurken mit den Doppelschwänzen. Was hat denn der eigentlich für ein... Was hat denn der für eine Rüstung? Chancen zum 6. 5? Ich hatte hier eine, die besser war, dachte ich, oder? Ah ne, mittlere Lederrüstung haben die... Hat der genauso. So. Oh? Nee. So. Oh, indeed. Das ist eher in Ordnung. Die Kämpfer in der ersten Position. Eine niedere Ebene der Ruinen wurde von herabfallenden Trümmern blockiert. Okay. Mal ein bisschen gucken hier, wo geht's denn hier weiter? That should be far enough. But what now? Heodans Brust hebt und senkt sich bei jedem Abend zumerklich. Das sollte weit genug sein, aber was jetzt? We look for another way out. Storm has to die sometime. Wir sollten nach einem anderen Ausweg suchen. Irgendwann muss der Sturm ja nachlassen. Was ist da draußen passiert? Kanisha schüttelt den Kopf. Windsturm, und zwar von der Sorte, wie sie nur in Eigeland Fahrt gibt. Da sie nicht von den Leuten überlebt werden, weiß man kaum, was wahr ist. Das grandfatische Wort ist Biawak. Für sie ist es der Weg der Götter, ihnen Seelen des Landes zu ernten, die den Ausweg nicht alleine finden konnten. Aber sie nehmen lebende Seelen gleichermaßen wie Tote. Hast du deine noch? Wer hat uns angegriffen? Dann Fatana, das wären dann die Hüttenbewohner, vor denen sich Odema gewarnt hat. Sahen nach Fangzähnen von Galavain aus, den reizbarsten an der Stämme. Sie ziehen mit dem Ziel, Kolonisten zu bekämpfen, von Ruine zu Ruine. Armer Odema. Ich glaube, das hat er fast erwartet, nachdem wir die Hauptstraße aus den Augen verloren hatten. Die Glanfatana sagt, wir wären in die Ruinen eingedrungen. Das glaube ich einfach nicht. Odema hätte es niemals gestattet. Die Fänge mögen ja durchaus Hitzköpfe sein, aber generell greifen Glanfatana doch nicht ohne Provokation an. Entweder haben sie etwas gesehen oder falsch aufgefasst, oder? Sie blickt den vorausliegenden Weg hinab. Unter uns befinden sich Plünderer. Das ist etwas, was wir gar nicht gebrauchen können. Was ist mit den anderen in unserer Karawane? Kalissa presst ihre Lippen zusammen und ihr Kinn kräuselt sich. Sie spricht mit schwacher Stimme. Jetzt hat sie das Rad erwischt. Sie blickt auf. Mögen ihnen die Götter in ihrem nächsten Leben mehr Glück gewähren. Das scheint dich aber alles nicht besonders aufzuregen. Und nee, das ist mir egal. Es ist halt so. Wollen wir das noch weiterziehen. Mal nach hier oben gucken. Da geht es irgendwie weiter. Was hier unten? Geht es auch weiter? Geht es ja noch weiter? They'll never know I'm here. Bisschen vorsichtig vorgehen hier, ja, genau. Shit. Eine zitternde, kränkliche Gestalt kommt sich auf einem Speer stützend aus der Dunkelheit hervor. Durch ihre schuppige Haut zeichnen sich knorrige Ellbogen und dürre Rippen ab, aber du kennst sie als ein Xaurib. Er beobachtet dich vorsichtig, während er in flatternden Seufzen atmet. Deine Arme heben und stillstehen. Echsen können, glaube ich, nur Bewegungen sehen. Als die Kreatur ihren Kopf zur Seite neigt und sich dir nähert, stößt sie ein weiches, kehliges Klicken aus. Die Kreatur beschnüffelt dich und findet nichts, was sie interessiert. Sie tritt zurück und nimmt abermals ihre defensive Haltung ein. Schon gut, ich werde dir nichts tun. Der Xero springt zurück, behält aber seinen Speer aber immer noch fest in den Händen. Als die Kreatur ihren Kopf zur Seite neigt und sich dir nähert, stößt sie ein weiches, kehliges Klicken aus. Langsam zurückweichen, so beurteile mich drauf, als du gehst. Okay, ich vermute, wenn ich jetzt hier reingehe, muss ich gegen ihn kämpfen. Oh. Gut anklicken ist eine schlechte Idee. Oh. What you need? Den erstmal umholzen. Nein, 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 nicht andere Befehle hier. Da. Hm? So. So. Were they build on Sawu? Okay, dann halb schon halb zu dick.
Speer. 13 bis 19 Schaden. Und ein kleiner Schild. Ein Bogen und zwei Dietriche. Intellekt plus 2, 12 bis 18 Stich. Oh, das ist natürlich ganz cool. Nehmen. I. Und der kann ich das doch dem hier geben. Der nämlich 10 bis 15. Das 12 bis 18 mehr Schaden macht. Ja. Hä, bin ich doof? 10 bis 15. 10 bis 15. 10 bis 15. Also macht bei ihr mehr. Sie macht mehr Schaden damit. Okay. Macht er auch mehr Schaden damit? 11 bis 16. Okay, ich bin ziemlich scheiße mit dem Bogen, wie es ausschaut. Intellekt minus 1 beim Säbel. Das ist jetzt natürlich nicht so geil. Muss ich noch irgendwie andere Varianten finden. Oh, certainly. What you need? Eine Armbrust. 22, 31, nice. Was hab ich denn hier? Rechtsklicken für Details. Dieses brillante blaue Juwel wurde einem Auge nachempfunden. Okay, ist einfach nur wahrscheinlich viel wert. Zerfetztes Tagebuch, rechtsklicken für Details. Dieses kleine Büchlein ist an mehreren Stellen zerrissen. Viele Seiten sind mit Blut durchtränkt. Einer der hinteren Einträge ist jedoch noch lesbar. Ich kann mein Glück nicht fassen. Ich habe beim Würfeln ein echtes envigianisches Artefakt gewonnen. Der Kerl, dem es gehörte, sagte, in seinen Augen sei es hübsch, aber wertlos. Er ist nicht bereit, in irgendwelchen Ruinen herumzugraben. Wenn er aber recht hat, dass dieser Edelstein zu einem versteckten Schatz führt, dann ist es das gewiss wert, sich an ein paar bemalten Elfen vorbeizuschleichen. Ich breche am Morgen nach Siland Lys auf. Dann muss ich nur noch das Relief finden, von dem er sprach. Fackel, ich nehme das mal mit. Ich hoffe, ich kann es irgendwo verkaufen, dann. What you need? Wait. Do you hear that? Hast du das gehört? Wie geht's denn hier? Oh, okay, hier bin ich. Bin ich denn hier? Okay, jetzt bin ich irgendwie in der Mitte. Von dem, wo ich nach unten gelaufen bin. Bin ich nach oben nicht trotzdem nicht gelaufen bis jetzt? Those tiles look suspicious. Let's be careful. Es ist ein gefährlicher Ort voller lauernder Feinde und drücke verbogen Geheimnis. Aktiviere den Spemus, um dich unauffällig zu bewegen und nach verbogenen Objekten wie Fallen und Geheimtüren zu suchen. Okay. Silence surrounds me. Someone else has been here. Jemand anders ist schon hier gewesen. Wir sollten uns auf den Weg machen. Campingbedarf. Annehmen. Streitkolben. Du hast Rastvorräte gefunden. Damit kannst du dich in der Wildnis oder im Verliesen ausruhen, um die Fähigkeit und die Gesundheit deiner Charaktere voll zu regenerieren. Im leichten Schwierigkeitsgrad kannst du mehrere Rastvorräte mit dir führen. Im schweren Schwierigkeitsgrad ist die maximale Anzahl stark eingeschränkt. Wenn dir die Rastvorräte auskommen, versuche ein Gasthaus zu finden, in dem du in den meisten Gasthäusern kannst du dir billig ein Zimmer mieten. Was habe ich denn noch gerade bekommen? Was ist das denn das hier? Hammer und Meißel. Einfacher Eisenhammer und Meißel, nützlich zum Herummeißeln an Oberflächen und dabei besonders solche mit Strukturschäden. Okay. 13 bis 19 Schmetter. Okay. Was hat er denn hier? 12 bis 17. 11 bis 16. Bis 16. Lauft, meine Freunde. They'll never know what. Hä? Kriege ich den Tod, ist die Frage.
I'm here. Where they build on Sawul. So, niederstrecken. Angriff. Oh? Angriff. Funktioniert. Heißt Skuldro-Ohr. Das wird so ein Skuld, das wären 10 KP. Okay. Spiel speichern, jetzt eigentlich so schnell speichern, das wird mir echt helfen. 5? Ah, schnell speichern, erfolgreich, sehr gut. That looks weak. Could be a shortcut. Bei diesem Mord zieht ein Spalt vom Boden zur Decke durch den Spalt wie ein leichter Luftzug. Gegen die Mauer drücken, Hammer und Meißel schwächen. Du machst während die Arbeit, durch deine Bemühungen werden die Spalten länger und breiter, aber es geht schwieriger, als du erwartet hättest. Auf deiner Stirn bildet sich Schweiß und deine Muskeln beginnen zu schmerzen. Weiter an der Wand, mal nach mehreren langen Momenten beginnst du auf der anderen Seite Licht zu erkennen. Nach einem letzten Schlag wackeln mehrere Steinblöcke und fallen schließlich heraus. Dadurch entstehende Spalt ist gerade breit genug, dass du dich durchzwingen kannst. Einer Charakter hat sich erschöpft. Erschöpfung steht für die körperliche und psychologische Auswirkung anstrengender Aktivitäten auf den Charakter. Die Erschöpfung baut sich mit der Zeit auf, während der Charakter reist, Gebiete erforscht und vor allem kämpft. Einige geskripteten Aktionen führen auch zur Erschöpfung, wenn sie besonders anstrengend sind. Die Athletikfähigkeit verlangsamt automatisch die Entstehung von Erschöpfung aus allen Quellen. Erschöpfung durchläuft mehrere Phasen. Anfänglich wird der Charakter nur mit kleinen Mali belegt, doch mit der Zeit werden diese immer ernster. Am einfachsten lassen sich Effekte der Erschöpfung aufheben, indem der Charakter rastet. Einige Verbrauchsgegenstände können die Erschöpfung des Charakters aber auch verringern. Okay. Phrasen 0. Silence surrounds me. I could scout ahead, see what's around. Da ist noch so ein Ding. The corner. Nur das Vieh hier. Ne, das ist noch mehr. Müssten mindestens 2 sein jetzt, wenn ich mich nicht irre. Aber da ich das eine gerade so easy besiegt habe, würde ich ja fast sagen. What you need? What you need? Du gehst da drauf. How can I help? Du gehst da drauf. Hm? Machst das? Okay. Hm? Dann gehst du auch da drauf. Where they build on sorrow. So, du blendest den. Oh, da war ein kritischer Treffer dabei. Der war übel. Hm? 2 von den Ohren. So. Ja, auch ein Fortschritt. Guck mal, das ist ein bisschen Erfahrungsverhalten. Skuld, 37%. Okay. Cool. Fresh air in here. I think we found an exit. Hier drin gibt es frisch. Ich glaube, wir haben einen Ausgang gefunden. Anscheinend hat sich der Sturm gelegt. Feigesicht, Speer, Jungspinne. Okay. Eine ist die Frage. Kann ich die besiegen? Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Dann sind mal 2. Were they nicht so cool. Oh? Greif doch. Yes. Die Kämpfe sind gar nicht ausgeglichen genug, damit ich meine Armee rufen kann. Jetzt sind sie schon vorbei.
Der hat aber schon ordentlich hier. Ausdauer? Was ist das, wenn man so. Hä? Das hier ist die Gesundheit, das war die Ausdauer. Hm? Okay. What you need? Sharp eyes and keen ears. Okay. Ich bin auf der anderen Seite der Falle, muss nicht unbedingt langlaufen. Kann ich drauf verzichten. 25% für die Jungspinner. Noch so eine Spinne. Oh shit. Ich geh mal kurz zurück. Ich würde gerne vorher rasten, dass sie sich ein bisschen erholen vielleicht. Ich hatte doch irgendwo jetzt Lagerfeuer, Zeugs. Ah, hier, Lager. Ja. So. Jetzt haben wir sich ein bisschen erholt. Wieso jetzt die. Ich kann sagen, wir sind jetzt die Aufteilung falsch rum. Nein, nein, falsch. Wo du? Da. Du. Da. Hm? Und du da. How can I help? Lass mal die Jungspinne töten, bitte. Hm? Au! Au! Ja, die Ausdauer ist extrem runtergegangen, genau. What you need? Oh, wieder ein kritischer Treffer dabei. Nice. Hm? Spinnbein. Speerspinne mit langen Vordergliedern, die scharfen Spitzen enden, mit dem sie ihre Beute durchbohren. Dieses Bein ist mit kleinen, nach hinten gerichteten Widerhaken bedeckt. Ah, oh, okay. Wahnsinn. Unglaublich lecker. Oh. What you need? Im Netz hängen Fledermäuse, die so großen wie Hühner. Okay. Ein Rapier. Und ein Blutstein. Blutstein sind traditionellerweise dunkle, meist tiefgrüne Steine. Das ist doch eine falsche Übersetzung. Die Einschlüsse mit Eisen oder rotem Jaspis, die Blutspritzen ähneln, geben dem Stein seinen Namen. Achso, und sind auch der Grund für seinen Wert. Dann ist das Bild aber irgendwie falsch. Die tauchen hier auch nicht auf. Hier tauchen irgendwie bloß Kampfsachen auf. Diese Gegenstände beschützen den Träger vor den unzähligen Gefahren, die Welt von Eorah heimsuchen. Als einer der Aspekte des Gottes Eorah repräsentiert Gaut die Ernte des hohen Alters, was hier von vielen Ländern greifen. Das habe ich den nicht angelegt. Den kann ich theoretisch da irgendwie hin tun. Dann habe ich hier noch dieses Schweinchen. Sonst muss ich das befehligen? Nein, eigentlich nicht. Merke. Oh, wir sind hier unten hin. Silence surrounds me. Kopf, Helm. Wem braucht die noch am ehesten? Deswegen kriegst du den auch. Jaspis und Achat. Oh. So, ich habe den Ausgang gefunden. Hoch.
älterer Robenträger. Die Silhouetten von vier Gestalten stehen vor einem überweltlichen Apparat. Einer uralten Struktur aus gemeißelten Adern mit metallischen Adern. Rätselhaft, ominös und wie ein stiller Beobachter bedrohlich aufragend. Achso, da. Regungslos in ihrer Mitte scheint ein menschlicher Körper zu stehen, der farblos wie Stein oder Asche ist. Die anderen Gestalten scheinen sich fast besinnlich anzusehen. An deinem Beobachtungspunkt kannst du von ihnen nicht gesehen werden. Das Gesicht einer der Gestalten ist von weitem sichtbar. Es wird von langlockenöligen grauen Haares eingerahmt, das an den Enden dunkel getönt ist. Ein dichter Bart scheint außerdem sämtliche Gefühlsringe zu verdecken. Deine verblichene Robe ist mit einer Art Runenschrift bedeckt, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast. Und auf seinem Kopf trägt er eine seltsame schwarze Kopfbedeckung, auf der links und rechts wie die Flügel einer gottlosen und bitteren Kreatur jeweils eine Ausbuchtung hervorsteht. Oathbinder, bear witness, and see this man has kept his word true to his last breath, full to his blood's last drop. Guide his soul, queen that was, and regard it among your favor. Er wendet sich an den versteinerten Körper. Eidbinder legen Zeugnis ab und sehen, dass dieser Mann sein Wort gehalten hat und sich bis zu seinem letzten Atemzug, seinem letzten Blutstropfen treu geblieben ist, Königin. Die gewesen war, leite seine Seele und erachte sie als eine deiner Liebsten. Lass sein Leben nach dem Schlüssel sein Geständnis. Lass sein Sterben nach dem Schlüssel seine Erlösung sein. Möge er ohne das erdrückende Gewicht des Buches auf der Welt wandeln. Der Mann lässt seinen Blick über die anderen schweifen, die um ihn herumstehen. Euer Bruder hat seinen Teil erfüllt und ihr habt die Macht seines Beitrages gesehen. Ich werde keine weiteren Zögern von dem Rest von euch mehr dulden. Er schaut jedem von ihnen tief in die Augen. Wirst du vor den Augen der Königin, die gewesen war, den Eid erfüllen? Wirst du in der endlosen Wertschätzung ihrer makellosen Erinnerung deinen Platz an der Seite deines Bruders einnehmen? Trete vor und sei dir des großen Werts deines Lebensverlaufs gewiss. Okay. Einen Augenblick verschlummt der Apparat und die Luft steht still. Dann aber eruptiert er plötzlich mit seinem erschütterten Stoß. Gleißendes Licht blendet dich und du wirst zu Boden geschlagen. Als du am Boden aufstehst, wird dein Kopf nach hinten gerissen. Die in deinem Hinterkopf aufhaltenden Schmerzen verwaschen deine letzten Gedanken mit der schwarzen Leere der Bewusstlosigkeit. Du öffnest die Augen an einem anderen Ort und einer anderen Zeit. Du stehst in einem kreisrunden, herrschaftlichen Raum mit Kuppeln, dessen Wände mit Adra ausgekleidet und mit Kupfer besetzt sind. Der Stil ist antik, der Raum jedoch in makellosem Zustand. Am hinteren Ende des Raumes durchdringt eine große Adra-Säule den Boden wie eine gezackte Pike, deren schimmernde Textur die Illusion grenzenlose Tiefe schafft. Die Säule wird von einem Apparat umringt, der dem, den du gerade erst gesehen hast, sehr ähnelt. Diese aber ist gewaltig, facettenreich und ineinander verschlungen, vielleicht die Arbeit eines außerordentlichen, aber fieberhaften Verstandes. Deine Gedanken gehören dir, aber dann auch wieder nicht, und sie scheinen zu existieren, bevor du sie denken kannst. Und es sind ausschließlich Fragen, dringliche Fragen, beunruhigende Fragen, Fragen, die du beantwortet werden müssen, sonst... Am Fuß der Säule siehst du nun einen Mann mit dichtem grauen Bart, der mit einer zeremoniellen Robe bekleidet ist. Deine öligen Haare werden von einem schwarzen Kapuze und einer seltsamen dekorativen Kopfbedeckung verborgen. Du kennst diesen Mann. Du gehst nun eilig auf ihn zu, versuchst aber die Dringlichkeit zu verbergen. Du möchtest ihn etwas fragen, eine über allem stehende Frage, und diese Frage geht dir wie verrückt in deinem Verstand um. Ich denke an einem anderen Ort. Alle Turas, als du aufwachst, bemerkst du, dass dein Unwohlsein verschwunden ist, dafür aber mit etwas weitaus Bestürzenderem ersetzt wurde. Schwaches Flüstern, das für dich gerade noch so hörbar ist, fühlt sich in deinen Ohren wie ein fortwährendes Klingeln an. Am Rande deines Sichtfelds siehst du huschende Bewegungen, aber wenn du dich umdrehst, kannst du keinerlei Anzeichen dafür erkennen, was es gewesen ist. Du bemerkst, wie dein Blick wie ein unfreiwilliges Muskelzucken hin und her schießt.
Sollte das eine Krankheit sein, so ist es vermutlich gefährlich, sich längere Zeit unbehandelt zu lassen. Die Gestalten meiner Maschine scheinen auf der Stelle gefroren zu sein. Fleisch und Blut wurde durch Schlacke und Asche ersetzt. Von dem Mann, der sie anführte, ist weit und breit nichts zu sehen. Heodan und Kalisha liegen blutüberströmt und mit im Tode unnatürlich verdrehten Körpern auf den unebenen Kopfsteinen. Du bist ganz allein und keinerlei Hilfe ist in Sicht. Goldtal könnte deine beste und einzige Chance einer Behandlung sein, bevor sich deine Situation verschlechtert. Na super, dein Charakter hat genug Erfahrung gesammelt, um in eine höhere Stufe aufzusteigen. Klick auf das Symbol, um auf dem Porträt des Charakters, um in die nächste Stufe aufzusteigen. Was da? Stellt mit jedem Einsatz eine geringe Menge der Ausdauer des Trägers wieder her. So. Das ist, glaube ich, bonuskritische Schaden. Eingeschöpften präzise. Das auf jeden Fall. Das. Das. Das, 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 das. Hä? Nee. So, der Charakter hat genug Erfahrung. Ach ja, das habe ich ja schon weggeklickt. So. Lol. Das sieht halt schon ziemlich kacke aus. Sieht aus wie ein Zwerg. Hammer und Meißel. I'd best shed some gear. Wolfshaut. 12 Abwehr. Versteck. Ah, ich rein. Cool. I'd best shed some gear. I'd best shed some gear. Ist gut. Da hab ich so einfach ins Versteck geschmissen. Okay, ich habe jetzt irgendwelche Halluzinationen. Na, herrlich. Aber irgendwie was... Also, auf das muss ich klicken.